Der Hammer hat gesprochen. Dieses Intro, Alter. meine Damen und Herren, willkommen zurück im Gerichtssaal. Alrighty then. Schönen guten Tag, YouTubes. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Jutke Dizzy. Heute wird auch der Hammer gesprungen. So wie fast in jeder Folge seit neuestem. Es wurde wieder ein Premium-Paket zusammengestellt von fantastischen Fällen, die auf uns warten. Wir haben wirklich alles dabei, von bis. Und es wird ballern heute. Es wird richtig doll ballern. Ich würde Ihnen jetzt sehr gerne am Anfang schon mal eine wunderschöne Fahrt in der Dunkelheit präsentieren. Es gibt so eine gewisse... es liegt so eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft. Es ist sehr warm. Es ist so eine Strecke, da geht's schon mal ein bisschen... Da ist schon mal ein bisschen Handgemenge los und da könnte man sich auch zwischendurch mal verschätzen. Und eventuell ist hier bei der... in der Kennenlernphase dieser zwei wunderschönen Menschen etwas schief gegangen und es wurde falsch berührt. Und das würde ich mir jetzt gerne mit Ihnen mal hier ansehen. Wir sind in Barcelona. Eine fantastische Strecke. Wenn man die erste Runde überlebt, wird das gut. Wie wir sehen, sind wir nicht in der ersten Runde. Nee, wir sind in der dritten. Lasst uns mal rein schnökern, was hier so los ist. Schnückern vor allen Dingen. Wait, what? Wurde hier geskippt? Aha! Ah, wir dürfen noch mal mehr sehen. So, jetzt dürfen Sie da draußen vor Ihr Gericht mal raten, wer hier wen reported hat. Jetzt dürfen Sie dreimal raten, wer hier wen reported hat. Denn ich denke, das werden hier ein, zwei Leute falsch einschätzen. Der Ferrari den Ferrari. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Der Hintere den Vorderen. Gehe ich jetzt richtig in der Annahme, dass hier gerade ein Zuruf war, dass dieser Fahrer jenen Fahrer reported hat, ja? Andersrum, der Vordere hat den Hinteren reported. Mhm. Also um das jetzt mal aufzulösen, der Hintere hat den Vorderen reported. Wir gucken uns das jetzt nochmal an. Der Hintere hat den Vorderen reported. So. Jetzt würde ich ja einfach mal in die Runde fragen, weil das wirklich ein Fall ist, wo ich denke mal, da kann man sich schon mal verschätzen. Würde da jemand jetzt eine Strafe aussprechen oder wären wir an dem Punkt, wo wir sagen, no further action? Ich höre Zurufe. Strafe für Falschreport. Oh, hey. Also um das ganz kurz mal aufzuklären, weil wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, ist das hier so, wenn man wirklich... extrem spät bremsen möchte und Trailbreaken möchte, ist das der Bremspunkt. Die Linie, die hier gefahren ist, ist, würde ich mal sagen, relativ normal. Das heißt, derjenige, der hier hinten ist, ist ja in der Bremszone nicht mal ansatzweise neben den. Das heißt, der muss ja im Grunde genommen nicht wirklich auf den achten. Also muss er nicht wirklich, weil er so normal seine Linie fährt und der andere hält einfach von hinten rein. Deswegen ist dieser Report, der hier gerade stattfindet, also dass dieses Fahrzeug jenes Fahrzeug reportet, nichtig. Weil hier entsteht no further action. Das ist einfach nur ein Rennunfall. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Ferrari, der Hintere, sich dabei gedacht hat, den zu reporten. Ja, man könnte jetzt plädieren auf geringere Rennerfahrung, weil wir sind hier in den Rotplaketten unterwegs, dass man sich dann sagt, okay, fand ich jetzt nicht so cool. Denn wenn du länger fährst, weißt du, dass das nicht so gut funktioniert. Also, der erste war schon mal ein Seichter heute. Das ist no further action. Und da schicken wir auch einfach den Flummi dann mal ab. Das könnte eventuell wieder jemand werden, der sich darüber aufregt in den YouTube-Kommentaren, dass die Rego von Lofio Motorsports keine Ahnung hat. Das passiert ja in letzter Zeit häufiger und steht auch öfters bei den Kommentaren unten drunter. Ich sag aber... Nehmt euch die Zeit, guckt euch selber das alles nochmal an und macht euch nochmal ein Bild und denkt darüber nach, was da eigentlich passiert ist auf der Rennstrecke. Was haben wir denn als nächstes in der Fälle? Oh no. Oh no. Meine Damen und Herren, es ist soweit.
Es ist mal wieder soweit. Wir haben einen dieser wunderschönen Fälle parat für Sie da draußen. Wir befinden uns in der Eifel. Es ist unglaublich fantastisches Wetter in der Eifel. Das hat ausnahmsweise mal nichts mit der Eifel zu tun. Es ist strahlend blauer Himmel, ein paar Schäfchenwolken am Himmel, das Starterfeld gerammelt voll. Also wirklich bis unter die Dachlatten gefüllt. Und es geht gerade erst los. Wir beginnen, das Benzin zu verbrennen. Und wie das verbrannt wird, schauen wir uns jetzt mal an. Lasst uns mal 80 Wide aufmachen. Ja, die Zelte... Moment, ich bin ganz ehrlich, wer hat jetzt damit gerechnet? Wait, what? Das ist ja schon fast ein Attentat. Das ist ja schon, also bevor wir überhaupt losgefahren sind in Massencrash. Hier ging's ja, hier war ja noch nichts. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, da auf die Bremse zu drücken? Ich möchte übrigens ganz kurz mal anmerken, das ist nicht Rotplaketten. Wir sind nicht in den Rotplaketten. Also wir sind nicht in den Rookies. Aber das ist, würde ich sagen, recht eindeutig, was hier, ja... Das ist wohl recht eindeutig, was da passiert ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns zwar einig sind, was das Urteil ist, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, dass wir uns da einig sind, was das wird. Ah. Meine Damen und Herren, der Hammer hat gesprochen. Das ein Urlaub. Und das war vor der ersten Kurve. Und da fragen sich die Leute immer in anderen Unterhaltungsformaten, die wir hier haben auf YouTube, woher, Herr Juttke, nehmen Sie sich immer raus, solche Sachen zu erzählen? Ja, nach wohlbemerkt, wie vielen Jahren des Juttke Dizzys haben wir schon wirklich sehr, 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 sehr viel gesehen. Das haben wir aber noch nicht gesehen. Das ist wirklich höchst selten, dass wir vor Kurve 1 sterben. Wild. Also wild mag ja, also wild ist ja eigentlich auch, das ist ja noch viel zu milde, könnte man sagen. Oh, meine Damen und Herren, meine Damen, Oldenpark, eine fantastische Strecke. Oldenpark ist wirklich vom Fahrerischen her echt schwer. Es ist sehr eng, die Kurven sind sehr spitz und man hat nicht wirklich viel Platz, Sachen zu machen. Und man muss sich wirklich arrangieren und gemeinsam... Man muss schon gemeinsam sich überholen wollen. Eventuell, das kann sein, dass jetzt gerade einer der beiden Fahrer keine Lust darauf hatte, dieses Spielchen mitzuspielen. Und deswegen, ich muss das hier ganz kurz mal kontrollieren, ob wir das von der Regie aus durchgeben können. Yes, können wir. Und vielleicht hat hier der ein oder andere Fahrer was zu diesem Manöver zu sagen gehabt. Schauen wir doch mal rein. Bevor wir jetzt wieder alle laut losschreien, das ist ja, also es passiert ja häufiger, dass wir hier immer mal lauter losschreien bei solchen Fällen. Ich möchte extra nochmal ganz kurz anmerken, dass wenn man beispielsweise Single-Screen fährt, auch wenn man das Radar hat, ist man ja konzentriert auf Bremspunkte etc. Man guckt nicht so häufig auf Radar, Single-Screen, man sieht den anderen nicht. Das sind Dinge, die können mal passieren. Das passiert sogar im E-Sports-Bereich, dass man mal jemanden von der Strecke runterschiebt.
Es wäre gut, und das sage ich immer, wenn man im Lenkrad spürt, dass links einer daneben ist, muss man nicht auf Krampf noch weiter nach links. Das ist immer so ein guter Indikator, wenn es ein bisschen schwerer wird auf einer Geraden, wo eigentlich niemand sein sollte, dass man dort dann sagt so, nee, vielleicht fahre ich doch wieder rechts. Passiert das auch relativ häufig. Mir passiert das natürlich nicht. Ist forcing another car off track, wird geahndet mit einer 06er. Das ist definitiv kein No Further Action. Das muss auch geahndet werden, weil wo kommen wir denn dahin? Das wäre ja der wilde Westen, wenn wir einfach die Leute den ganzen Tag solche Sachen machen lassen. Nee, das ist definitiv nicht No Further Action. Nope. Kann aber alles passieren, ist nicht weiter wild. Also falls euch das mal passieren sollte und ihr kriegt mal so einen Report, das ist allen, glaube ich, schon mal unter die Lupe gekommen oder unter das Mikroskop gekommen, dass man sowas getan hat. Oh! Ladies and Gentlemen, it's Great Britain time! Wir sind mal ganz kurz in, naja, wir sind an einem wunderschönen Ort. Er nennt sich Silberstein. Und in Silberstein gibt es das ein oder andere Mal so richtig schöne Fancy-Kurven. Und diese Fancy-Kurven sind sehr, sehr eng. Aber auf der einen Seite sind sie sehr einladend, weil man die Kurven sehr weit fährt. Auf der anderen Seite sind sie aber auch sehr ausladend, weil man die Kurven sehr weit fährt. Und man denkt sich so, na, da passe ich jetzt noch rein. Aber eventuell passt man da nun doch wahrscheinlich nicht so rein. Aber das werden wir gleich sehen in diesem wunderschönen, grau im Grau bildlich festgehaltenen Film auf Silberstein. Meine Damen und Herren, ich schieße den Film ab. Ich würde auch behaupten, da fährt jemand Single-Screen und konnte nicht rechts rausgucken, ob da jemand ist. Und das ist wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne dem Fahrer hier einen Vorwurf zu machen, ist super, super schwer einzuschätzen, selbst mit Triple-Screen zu sehen, ob da einer ist oder nicht. Wenn nicht jemand mit dir redet, kann sowas auch mal vorkommen. Da muss man als anderer Fahrer nicht ausrasten. Ich denke, das haben wir alle irgendwann schon mal erlebt, dass wir ja sowas gemacht haben. Ist nicht schön. Ist wirklich nicht schön, kann aber alles mal vorkommen, weil, wie gesagt, wir sitzen alle nicht im realen Auto, wir können nicht das hier machen. Wir haben nicht jemanden im Funk, der uns sagt, dass da jemand kommt oder nicht kommt. Ist schwierig einzuschätzen und wenn man jetzt wieder sagt mit Radar, ja, Radar ist auch was Feines, aber ein Radar sagt dir immer nur die Richtung und nicht, ob der Innenbahn, Außenbahn und was auch immer wo fährt, ne? An der Stelle, das ist Unsafe Rejoin und Causing a Collision. Und wird geahndet mit einem Safety Rating minus. Da gibt's also mal einen Schlag im Nacken, würde ich sagen. Und damit haben wir auch schon die erste Folge durch für Sie da draußen in dem Monat. Denn über einen Monat verteilt werden ja immer 4 Folgen für Sie präpariert. Und das hier war die erste. Freuen Sie sich schon mal auf die nächste. Wir haben noch ein ganz großes Potpourri diesen Monat für Sie vorbereitet. Und eventuell lohnt sich das, in den nächsten Folgen einzuschalten.